Ja, ich möchte alle herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute so viele Gäste haben und dass wir nachher auch noch eine Taufe haben. Das ist ganz wunderbar, was Gott tut. Mein Predigtthema ist heute: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieser Behauptung im Alten Testament möchte ich auf den Grund gehen. Was ist Freude? Und was bewirkt sie? Freude wird mit anderen Worten beschrieben als Glück, Hochgenuss, Entzücken, Begeisterung. Freude setzt Hormone frei, die zu besserer Konzentration verhelfen. Freude bewirkt einen aufrechteren Gang und Entspannung der Muskulatur. Es gibt auch die Meinung, dass Freude dann entsteht, wenn alle Bedürfnisse gestillt sind. Du denkst jetzt vielleicht, naja, meine Bedürfnisse sind bei weitem nicht gestillt und vor lauter Schwierigkeiten weiß ich weder ein noch aus. Da habe ich sehr gute Nachrichten für dich, weil es bei der Behauptung, dass die Freude am Herrn eure Stärke ist, eben nicht einfach nur um Freude geht, sondern um die Freude am Herrn. Und mit dem Herrn ist Gott gemeint, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und an ihn kann sich jeder von uns jederzeit wenden, und zwar mit allem, was uns bewegt. Mit Leid, mit Freude, mit Trauer. Woher ich das weiß? Zum einen aus eigener Erfahrung und zum anderen steht es an ganz vielen Stellen in der Bibel. Allein schon in den Psalmen wird die Größe Gottes in unterschiedlichen Worten beschrieben. Ich zitiere einige Stellen. Ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Und wenn ich so die Menschen sehe, die am Wochenende hier zusammen waren, dann kann ich in freudige Gesichter blicken, weil sie Gott erfahren haben. Weiter mit Psalmworten. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Mal das Ende der Psalmstellen. Jetzt wirfst du vielleicht ein, dass du gar nicht weißt, was Gottes Wille ist. Aber auch da findet sich eine Antwort in der Schrift. Jesus, der Sohn Gottes, hat es selbst erklärt. Er sagte nämlich: Dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Du brauchst Jesus, der für alle deine Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und das tat er, weil er dich liebt. Und weil er dir dadurch die Möglichkeit gibt, in ihm vollkommen rein, schuldlos und gerecht vor Gott dazustehen. Ich finde das fantastisch. Dann können wir mit König David sagen: Ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele gestillt hast, erkannt hast. Und du hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, sondern du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Wem das Wort Gnade nicht sagt,
Die ganz alte Bedeutung von Gnade ist milde gegenüber Verurteilten. Und so schuldig, wie wir vor Gott sind als Menschen, müsste er uns verurteilen, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber weil er uns so sehr liebt, hat er uns Jesus gesandt, der all unsere Schuld getragen hat. Und jetzt stehen wir in der Gunst Gottes. Im Psalm 32 steht: Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Ich denke, Scham und Schande sind auch Dinge, die die Menschen sehr plagen. Aber in Jesus haben wir Freiheit von Schande, weil er für uns zur Schande geworden ist. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Also allumfassend. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Ich denke, das ist für Menschen, die in heißen Ländern wohnen, noch viel mehr. Wir haben es ja oft so kalt, dass wir es gerne wärmer hätten. Aber in heißen Ländern unter dem Schatten von Gottes Flügeln Zuflucht finden, das ist eine feine Sache. Die Menschen werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Also Wonne bedeutet noch mehr Begeisterung, noch mehr Hochgenuss, Hochgefühl wie Freude. Und Gott selber will uns tränken mit einem Strom von Wonne. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und das stimmt. In Gott ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Soweit die Psalmen. Wie kann nun die Freude am Herrn unsere Stärke sein? Das möchte ich am Beispiel von Nehemia verdeutlichen. Nehemia war der Mundschenk am Hof des Königs Artasasta in der Burg Susa, die liegt im heutigen Iran. Und sein Bruder aus Jerusalem besuchte ihn dort und Nehemia erkundigte sich bei ihm nach dem Zustand Jerusalems. Das liegt von der Burg Susa über 1500 Kilometer entfernt. Also der hat eine ganz schöne Reise auf sich genommen. Und der Bruder erzählt ihm, dass die Israeliten zwar aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt sind und der Tempel wieder aufgebaut ist, beziehungsweise das weiß Nehemia schon, aber dass die Mauern der Stadt Jerusalem niedergerissen sind und die Tore mit Feuer verbrannt. Das erfüllt Nehemias Herz mit Traurigkeit, weil Jerusalem ist die Stadt seiner Väter. Und er spricht darüber mit Gott. Und im Gespräch mit Gott erkennt er, dass der Ungehorsam Gott gegenüber für die Gefangenschaft des Volkes in Babel und das Schicksal Jerusalems verantwortlich war. Das lässt er jetzt nicht einfach auf sich beruhen, sondern er bittet stellvertretend um Vergebung für die Sünden des Volkes Israel und auch für die Sünden seiner Väter.
Er fastet und betet und erinnert Gott an seine Verheißungen dem Volk Israel gegenüber. Weil Gott hat vor langer Zeit gesagt, dass er alle Juden wieder zurückbringen wird aus dem Exil. Und Nehemia sagt zu Gott, das hast du gesagt. Und dann gibt Gott ihm einen Plan ins Herz. Nehemia bittet dann Gott darum, dass er ihm Gelingen und Barmherzigkeit von Seiten seines Arbeitgebers, des Perserkönigs Artasasta, schenkt. Und das Großartige ist, dieser erlaubt ihm nicht nur nach Jerusalem zu reisen, sondern spendiert alles Holz, was Nehemia braucht, um die Stadttore aufzubauen, die Tore des Tempelbezirks und seines eigenen Hauses. Und Nehemia erhält dies alles, weil er sagt, die gute Hand meines Gottes war über mir. Er bringt den Statthaltern der Gebiete um Jerusalem herum Briefe mit, die ihm den Durchzug erlauben sollen. Und da hat er ganz schnell gemerkt, dass diese Männer nicht begeistert waren. Und im Gegenteil, es bereitete ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Als Nehemia dann in Jerusalem ankommt, spricht er zuerst mit keinem Menschen über die Pläne, sondern untersucht zuerst für sich alleine den Zustand vor Ort. Er sagt selber, ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und erst als er sich vergewissert hat, wie die Lage vor Ort ist, spricht er mit den Obersten der Stadt und ermutigt sie, die Mauer der Stadt wieder aufzubauen. Und er sagt, und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Die Feinde fangen an zu spotten über diese eingefallene Mauer und über ihre Versuche, die aufzubauen. Da sagt er, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Die Feinde geben nicht nach, rotten sich gegen sie zusammen und wollen gegen das Volk kämpfen. Da flehen die Israeliten zu Gott und stellen eine Wache auf gegen sie, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Und als Nehemia sieht, dass durch das Bedrängen der Feinde die Juden Angst bekommen, ermutigt er sie mit den Worten, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Weil Nehemia ist bewusst, dass Gott wesentlich stärker und mächtiger ist als seine Feinde. Auch durch List und Mordpläne der Feinde lässt sich Nehemia nicht einschüchtern und baut weiter. Und in 52 Tagen war die Mauer fertiggestellt. Und da erkannten die Nationen ringsumher, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Also weil Nehemia nicht nachgelassen hat, auf Gott zu vertrauen, haben auch die Nationen ringsumher gemerkt, dass es Gott gibt und dass er geholfen hat. Danach setzt Nehemia gottesfürchtige Männer über die Stadt ein. Und das kann er tun als persischer Statthalter für Juda. Und als die natürliche Ordnung in der Stadt wiederhergestellt ist, machen sich der Schriftgelehrte Esra und Nehemia an die Wiederherstellung der geistlichen Ordnung, weil viele Israeliten kannten nämlich die Vorschriften Gottes nicht mehr und lebten nicht mehr danach.
Und am ersten Tag des Laubhüttenfestes versammelte sich das ganze Volk und wollte aus dem Gesetz des Moses hören. Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten erklärten es dem Volk. Und das Volk fing an zu weinen, als sie den Sinn verstanden. Da hörten sie von denselben: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Und Esra fügte hinzu: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was können wir nun von Nehemia lernen, damit die Freude am Herrn auch unsere Stärke ist? Ich denke, eine ganze Menge. Nehemia erfährt von einer Not und spricht als erstes mit Gott darüber. Ich denke, wir machen oft den Fehler, wir hören was und dann rennen wir gleich los, aktivieren andere oder machen sie nervös. Aber Nehemia hört von der Not und wendet sich an Gott. Und ich denke, das ist der beste Adressat. Und als er erkennt, dass Sünde zu dieser Not geführt hat, bittet er Gott stellvertretend um Vergebung. Und auch das können wir machen. Wenn wir sehen, dass Sünde in unserer Umgebung ist, ist es auch da besser, zuerst damit zu Gott zu gehen und um Weisung zu bitten und nicht mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Und als er um Vergebung gebeten hat, wartet er auf den Plan, den Gott ihm offenbart. Und als er hört, was er tun soll, bittet er Gott um Gelingen. Und erst nachdem er gute Vorbereitungen getroffen hat, begibt er sich an den Ort der Not. Er verschafft sich dort einen Überblick und dann geht er auf andere Menschen zu und erzählt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und ich denke, das ist eine Ermutigung, wenn jemand kommt und schon einen Plan mitbringt und nicht in die Not hineinkommt und wiederholt, was die anderen schon gesagt haben, dass die Not ganz groß ist, dass so viel Elend gibt und was sollen wir bloß tun, sondern er bringt schon eine Antwort Gottes mit. Und das ist Ermutigung für die Leute vor Ort. Und auch wenn Feinde spotten, und Feinde sind im Grunde genommen heutzutage nicht Menschen, sondern der Teufel als Gottes Feind ist auch der Feind der Menschen, die Jesus nachfolgen. Und er versucht auch, Menschen von Gutem abzuhalten. Und auf die Angst von Menschen reagiert Nehemia, indem er sie daran erinnert, dass Gott groß ist. Und Gott ist groß. Er ist größer als jede Not. Er ist größer als jede Schwierigkeit, jedes Problem. Und in der heutigen Zeit merken wir, dass jetzt schon wieder davon gesprochen wird, die Angst vor einer neuen Welle. Gott ist größer als Corona, Omikron, als die Pest, als alle Krankheit, die man sich nur vorstellen kann. Amen. Gott ist größer. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, wachsam zu sein gegenüber dem Feind, dass wir nicht den ganzen Tag einstimmen in Negativnachrichten, sondern dass wir unsere Wachsamkeit erhöhen und Menschen ermutigen, auf diesen wunderbaren Gott zu vertrauen, weil er den Überblick hat. Er gibt Lösungen. Und
auch gegen persönliche Anfeindungen, die uns durch Menschen geschieht, stecken nicht die Menschen an sich. Es ist oft der Feind, der Menschen benutzt, um Christen anzufeinden. Und Nehemia wendet das Wort Gottes an, das er so gut kennt, dass er eben nicht auf die Listen des Feindes hereinfällt oder der Feinde. Und was mich an Nehemia auch beeindruckt, durch sein gutes Vorbild werden eben auch die anderen immer wieder angespornt und ermutigt und die Mauer wird gebaut. Also der Schutz wird vollendet. Und durch den Ansporn und das Vorbild von Nehemia gewinnen auch die anderen Mut und Kraft, Gottes Plan durchzuführen. Und das ist ein großes Geheimnis, das im Wort Gottes liegt. Es erfüllt uns mit Kraft und Freude. Und das tut es, egal wie die Umstände sind. Ob wir durch schwere Krankheit gehen, ob wir mit Todesfällen zu tun haben, Gottes Wort ermutigt und tröstet und gibt Kraft. Und König David hat es immer wieder erlebt und gesagt, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Und das kann ich auch von meinem eigenen Leben sagen, dass mir Gott immer wieder Stärke, Trost und Kraft gegeben hat. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir in der Bibel lesen und Zeit mit Gott verbringen. Denn es ist Gott, der alle unsere Bedürfnisse stillt. Kein Mensch auf der ganzen Welt kann dies tun. Und im Gegenteil, wir überfordern unsere Mitmenschen, wenn wir von ihnen das erwarten, was nur Gott uns geben kann. Weil Freude inmitten von Leid, das kann nur Gott uns geben. Wer schon ein Kind verloren hat, der weiß, wie banal das manchmal ist, was Menschen einem dann sagen. Da wäre es besser, sie würden schweigen und einen nur in den Arm nehmen. Aber das Wort Gottes, Gott selber, ist der Vater allen Trostes. Und er kommt in eine Situation hinein, die wir nicht verstehen. Aber er kann Frieden und Freude geben da drin. Ich schließe mit den Segensworten aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.